Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu den Bahngeschichten. Liebe Freunde, wir sind hier wieder on air. Ja, wir sind heiß, wie Frittenfett. Und schauen jetzt mal, was wir uns hier leisten werden heute. Was haben wir denn hier? Baut haben wir schon? Ne, haben wir nicht, aber... Ja. Neue Wagen können wir nicht. Ach ja, stimmt. Neue Wagen wir können nur nicht. Verbesserungen. Wir können Upgrades, ne? Oder neue Lokomotive. Effektdistanz. Ich denke mal, bei einer neuen Lokomotive wird bestimmt auch mehr Wagen... Kapazität. Ja, ja, klar. Hofft man zumindest. Ja, was machen wir jetzt? Ich bin für die neue Lok. Ja, können wir machen. Ich will jetzt in die Wüste, damit wir mit unserem Wasser noch mehr Probleme kriegen. Einen mehr. Ein Wagen. Aber wir haben nichts mehr. Okay. Ja, man muss schon mit den Ressourcen hier sehr gut haushalten. Ja, da ist jetzt das neue Biom. Yep. Wo baue ich hin? Also, baue ich hin? Ja, erstmal ein bisschen Zeit rausholen. Also jetzt nach ganz oben oder so. Ja. Ah, ich komme hier nicht durch. Fuck, ich komme da nicht durch. Die Kühe. Mistviecher. Kann man kaputt hauen. Ja, mit... Ja, hm. Die steht im Weg, die Kuh. Warte, ich hau sie gleich kaputt. Jetzt. Nur die Frage, ob mit Axt oder was schneller geht. Okay. Die Kühe sind erstmal tot. Hier kommen wir nicht durch, hier kommen wir auch nicht durch. Also wir müssen hier irgendwo durch. Ja, das sind so grüne, jetzt ist das Holzgrün. Ja, ich glaube, das ist aber nur Farbe, oder? Ich glaube auch, aber... Oder weil es hat andere Eigenschaften. Glaube ich nicht. Auf jeden Fall sind hier Flamingos. Auf jeden Fall brennt der Zug gleich. Musik ist jetzt auch orientalisch. So, warte mal, wo ist meine Axt? Geh mal lieber hier mal was abbauen, falls wir vielleicht keinen Stein mehr haben. Nur ein Spieler darf den Eimer aufheben. Okay, dann also du nicht Eimer, nur ich. Ja. Natürlich eine geile Quest in der Wüste, ne? Wenigstens haben wir Wasser. Also hier oben liegt Stein, wenn du brauchst. Okay. Stein ist gut. Bau den hier dann mal runter gleich ein bisschen, so dass du den durch den Sand bringst, ja? Dann kann ich, habe ich ja hier noch was Zeit abzubauen. Ja, guck halt, wo die nächste Oase ist auch, ne? Ja, die ist da oben. Schlage ich mich schon durch. Ich muss tatsächlich relativ häufig mit dem Wasser laufen hier. Ja, klar. Zum Glück haben wir den schon ein bisschen verbessert. Ja. Du müsstest halt bei dem Holz den Weg breiter machen, sonst kannst ja, du nicht. Ja, mit dabei. Mach ich jetzt. Aber ich habe schon mal hier vorgesorgt. Damit man da schnell zum See kann. Komm ich da noch durch? Ja. Oh, geschafft. Puh. Also mach den nicht direkt hier durch, habe ich doch gerade gesagt. Geh hier runter. Hier, wo ich jetzt bin, lang, die Schiene. Okay. Dann gehen wir da hinten wieder hoch. Alles klar, mache ich. Mal eh nicht durch. Schwarzer Fels, da hinten liegt eine Schraube. Ja, ich sehe sie.
Ab einem gewissen Speed macht es tatsächlich keinen Sinn mehr, Schlangenlinien, glaube ich, zu machen, weil ich nicht schneller abbaue. Ja, ich komme auch nicht hinterher mit dem Schienen produzieren und Rohstoffe zum Zug bringen. Ja. Der Bahnhof ist übrigens da oben. Ja, ich sehe ihn, okay. So, wo ist die Axt? Hier gibt es erstmal neuen Stone. Alter, ich komme hier nicht durch. Du hast hier... Warte. Okay, danke. Da muss ich dann einmal nachher nach unten, mit der Brücke. So, den Eimer packe ich schon mal zur nächsten. Mir ist aber noch nicht ganz klar, was es bringt, ins neue Biom zu kommen. Warum zögert man das nicht einfach für ewig raus? Keine Ahnung. Eigentlich ist das Biom doch hier härter, oder? Ja, wahrscheinlich, weil man dann irgendwann mit den Upgrades an die Grenzen stößt, vielleicht oder so. Yes, wahrscheinlich. Vielleicht wird es im alten Biom einfach unglaublich schwer irgendwann. Ja, wahrscheinlich kann man mit 5 Wagen nicht überleben irgendwann. Ja. Braucht dann wahrscheinlich 2 Produktionsstätten oder so. Kann man eigentlich auch brückenmäßig Wasser abbauen, weißt du das? Ja, oder? Auf der Brücke kannst du Wasser abbauen. Okay. Kannst also beruhigt zubauen, das Wasser. War doch deine Sorge, oder? Ja. So, Schraube ist uns. Nice. Boah, das Spiel alleine zu spielen, ist, glaube ich, das würde ich nicht lange durchhalten, das wäre zu stressig. So, ich versuche hier schon mal vorzubauen für nächstes Level. Also im Moment sind hauptsächlich eher die Steine Mangelware. Ja, ja, die baue ich gerade ab. Umliegen. Da eigentlich über dem Bahnhof? War das schon das immer? Ein Speichersymbol ist das. War das schon eine immer? Diskette. Ich glaube schon. Nicht. So, genau eine Schiene Platz ist noch. Ja. Das heißt, ich kann jetzt versuchen, Schienen zu stapeln, so gut ich kann. Versuche hier, wie gesagt, so gut wie möglich vorzuproduzieren. Ja. Er ist auch wieder langsamer geworden, ne? Findest du? Ich wollte gerade sagen, du siehst mal, wie schnell der Zug gerade fährt hier. Nee, überhaupt nicht. Der ist deutlich langsamer geworden. Wir waren bei 100 und dann waren wir auf 150 und jetzt sind wir auf 116. Das stimmt, da stand irgendwas mit plus 11, irgendwas mal zwischendrin. Das ist bestimmt der Malus aus dem Biom, weil wir so lange in dem Biom waren, weißt du? Hey, nein, das ist doch kein Malus, wenn er langsamer fährt. Nee, nein, nein, ich meine, dass der Malus in dem alten Biom war der. Jetzt ist er nicht mehr da. Der war in dem alten Biom, weil wir quasi overpowered waren. Weißt du, was ich meine? Hey, ist doch egal.
Hier ist auf jeden Fall jetzt wieder langsamer, das ist gut. Ein Malus, in dem wir schneller waren. Das Schnellersein ist ja kein Bonus, das ist ja ein Malus. Ja. Den wir dafür bekommen haben, dass wir halt quasi schon zu gut waren für das alte Biom. War jetzt meine Idee. Okay, man wird einfach pro Bahnhof schneller, aber dadurch, dass wir jetzt im neuen Biom sind, wurden wir wieder langsamer. Denke ich. Genau, das ist genau das, was ich meinte. So, ich habe ein paar Schienen vorproduziert. Oh, wir haben. Achso, den haben wir gewonnen. Ein Spieler, ja. Ja, gut. Okay. Oh, cool. Das neuer Charakter freigeschaltet. Nächster in 5 Bahnen. Die Turbo-Diesel-Lok. Winterwetter. Na, weißt du Bescheid, was das für ein Biom wäre dann. So, was ist denn da der dritte Wagen hier? Stopp den Zug. Ja, das sollten wir mal einbauen, tatsächlich. Das, ja, finde ich auch. Kannst du hinten ran oder irgendwo in die Mitte oder keine Ahnung. Nicht neben den Bonuswagen, aber ja. Hier hin, oder? Ja, ja. Okay. Sollen wir noch eine... Ah, ne, Verbesserung reicht nicht. Gut, dann weiter. So. Okay, warte mal, ich muss erstmal gucken, wo wir hier langfahren. Ich würde erstmal nach unten gehen und hier durch den Wald, oder? Hoffe, ja, das, okay. Ich hoffe, da ist jetzt nicht nur... Ne, da ist ein normaler Fels. Ja, lass unten lang. Haltet den Schienenbauwagen für 6 Sekunden ausgelastet. Na, danke schön. Ja, dann darfst du die den Verbesserungswagen nicht befüllen, damit er wenigstens langsamer ist. Ja, ich habe schon mal Holz reingepackt. Jetzt packe ich schon mal Stein rein. Was, 6 Sekunden? Das schaffe ich alleine. Und go. War es bei 2. Okay. Der produziert halt so schnell. Muss direkt abnehmen. Ja, das sagst du so leicht. Das ist gar nicht so einfach. Wo muss ich lang? Nach rechts schon? Ja, ne? Ja, irgendwann nach rechts. Weißt du, wo der Eimer ist? Ne. Da oben. In der Kurve, wo er jetzt ist. Ah ja. Ich frag mich halt, sollen wir das mal mit dem Anhalten jetzt schon ausprobieren? Ob der sich wieder auffüllt oder hat man das nur einmal? Das werden wir nicht rausfinden, wir müssen nicht testen. Eben, deswegen können wir ja mal anhalten, oder? Ja. Warte mal, ich muss mal gerade erstmal meine Spitzhacke holen. Ja, teste du das mal aus, ich pack hier. Er ist jetzt angehalten? Er hält gerade an, ja. Sicher? Er ist nicht angehalten. Nee. Was hast du falsch gemacht? Da steht auch noch eine 1 drauf. Ja, keine Ahnung. Kannst du dir gerade echt nicht sagen. Kann ja nur sagen, hier komme ich wieder nicht vorbei. Habe ich zu nah unten rangebaut. Da habe ich eine kleine S-Kurve gebaut, aus Versehen. Das ist nur hinten nicht, weil breiter als 3 wird es hier nicht. Ach, kacke.
Oben ist ein Schlüssel. Ah, du hast geschafft. Geschafft. Wir sollten irgendwie versuchen, noch Zeit rauszuholen, damit wir den Schlüssel, den Schraube holen können, glaube ich. Oder meinst du, wir sind quer durch? Schaffen wir es trotzdem? Weil Holz haben wir genug. Schaffen wir, ne? Holz haben wir genug, ja. Also das, du meinst jetzt, um eine Brücke da oben hinzubauen? Ja, ich mach das. Immerhin. Upsa. Das ist egal, S-Kurve ist doch cool. Scheiße. Der brennt! Alter Scheiße, ich war gerade mit was anderem beschäftigt. Kannst du dich mal um die Schienen da kümmern? Die sind kacke verlegt. Ja. Nach unten? Ich wollte sie eigentlich nach oben legen. Ja, ich fahr doch hier durch, ich geh hier durch. Ach, du willst gerade durch, okay. Ja, aber eine Kurve brauchen wir auf jeden Fall noch. Also, so ist nicht. Weil sonst schaffe ich das auf keinen Fall. Zeitlich meinst du? Ja, irgendeine Verlängerungskurve. Wenn wir die Schraube noch wollen. Ach so. Muss halt trotzdem hier Platz machen drumherum. Ja, bin ja dabei. Kannst du die Axt mit nach vorne bringen? Bau doch eine Brücke als ja. Verlängerung. Kann ich ja gleich machen. Aber ich musste hier erstmal ein bisschen Platz schaffen. Ja, das ist richtig. Oh, das wird eng hier. Platztechnisch. Ja. Ich baue hier Bridges. Denkst du auch an den Eimer? Boah, bau es doch, ey. Diesmal war nichts mit vorproduzieren. Nee, ich muss auch noch Holz abbauen. Ich muss da durch. Scheiße. Fuck. Kannst du mir einen Weg bauen? Ich komme nicht zurück zum. Oh. Ich komme nicht zu dir, sonst zum Schienen. Komm mal. Zum Schienenbauen. Oh, dieses Kackding, ey. Oh, perfekt, ey. Fast verkackt. Was ist denn jetzt hier? Warum. Baust du das nicht ab? Noch Holzprobleme gekriegt. Ich verstehe es nicht. Ja, krass, ne? Müssen wir versuchen, den Schlüssel gleich noch zu holen. Ich baue schon mal Holz ab. Ach, du warst noch gar nicht am Holz. Ah, okay. Versuch so lange wie möglich rauszuzögern. Am besten stapelst du das Holz dann direkt irgendwie. Wie viele Schienen hast du denn noch? Eine Schiene musst du nur noch bauen, dann nee, ist fertig. Weil dann könnten wir noch. Na, egal. Was? Ach so, wie viele Schienen ich noch habe? Ich nur noch 3. Oh Gott. Oh.
Puh, das war schon eine Nummer stressiger irgendwie. Es war irgendwie eng teilweise. Wartezeit. Das haben wir immer noch nicht ausprobiert. Ja, aber Ladungen plus null, das heißt, es hat wahrscheinlich wirklich nur eine Anhalteladung, wie du sagst. Ja. Aber wieso? Ich verstehe nicht. Nämlich, wie das funktioniert. Vor allem, was ist das denn hier? Stopp den Zug für einen Moment. Warum kann ich denn das nochmal kaufen? Dann haben wir zwei Ladungen. Ach, dann haben wir zwei Züge. Ah, logisch. Macht Sinn. Dann lass das hier holen, oder? Willst du sparen? Ja, das Einzige, wir können sparen, weil das ist wirklich das Einzige, was Sinn macht. Also, das ist quasi das geringste Übel. Ja, komm, dann nehmen wir das jetzt. Ja. Guck's mal drauf. So. Na komm, machen wir noch. Oh. Na dann viel Spaß beim Holzhacken. Nur ein Spieler darf die Spitzhacke aufheben. Okay, ich darf also keinesfalls an die Spitzhacke ran. Willst du den mal direkt anhalten? Wir ein bisschen vorproduzieren. Achso, man muss den mehrmals anpuffen, bis das grüne Ding voll ist, glaube ich. Guck. Angehalten. Okay. Du kannst ja mal schnell versuchen, die Schraube zu holen. Ja, er fährt aber schon weiter, dann musst du dich um die Schienen kümmern. Schraube habe ich. Gut. Schiene ist noch. Auf jeden Fall Stein mitnehmen, ne? Hier ist nicht mehr viel. Ja, Schatzkeks. Wo ist denn bei dir Wasser? Wasser habe ich hier noch keins. Oh oh. Da kommt Wasser. Okay. Muss, glaube ich, mit dem Schiene eine nach oben. Okay. Alter, ich muss Schienen bauen. Uah. Noch besser zwei nach oben. Ja, okay, dann. Scheiße. Was? Ich habe die Spitzhacke aufgehoben. Na gut, dann darf ich sie jetzt nicht mehr aufheben. Ja. Aber ich bin hier echt am hin und her rennen wie so ein Wahnsinniger. Okay. Ich habe im Nirgendwo habe ich Wasser geholt. Ja, da kommt gleich Wasser? Neues Wasser, da oben irgendwo. Ach, da oben, okay. Okay. Wir brauchen halt jetzt Stein, ich guck gerade mal. Hier ist Stein. Müsstest du ja dann abbauen, ne? Ja. Dann musst du dich halt ums Holz und ums Schienenbauen kümmern, ne? Der Holz liegt ja jetzt hier, glaube ich, genug erstmal. Ja, aber auch ums Schienenbauen musst du dich dann jetzt kümmern. Dann gib mir erstmal. Ist da noch irgendwo Stein? Nee, ne? Nope. Aber hier ist schon der Bahnhof. Da müssen wir Brücken bauen, ne? Da oben, ja, du musst Brücken bauen, weil da oben ist noch ein Belohnungsdingsbums. Ich bin hier überhaupt nicht geübt drin in dem Schienenscheiß. Ja, Spitzhacke nicht aufheben. Ja.
Kannst du die Lok löschen? Die brennt gleich. Ich hab den Schlüssel geholt, die Gut. Schrauben, was auch immer. Okay, ich lösche. Ah, ein Kackteil. Bau mal lieber Stein ab, so viel wie es geht. Bin dabei. Weil dann kannst du hier wieder deinen scheiß Job machen. Das ist die Hauptaufgabe des Spiels. Geil, dein scheiß Job. Das Spiel dreht sich darum, diese Schienen zu bauen. Nur darum. Ich bin Abbauer. That's my life. Nee, ich finde, wir sollten mal die Jobs wechseln zwischendurch. Das auf ist gar keinen Fall, ey. Das ist so total frimmelig hier, ey. Wem sagst du das? Boah, Kackteil, ey. Das ist so viel Time Waste. Abbauen ist echt chillig. Ja, natürlich. Denk an die Temperatur. Wo ist denn dieser Kackeimer? Der steht mitten da, genau. So. Du musst mal Brücken bauen hier. Okay. Oder warte, ich mach's. Du hast ja eh alles Stein abgebaut, ne? Ja. Alter, jetzt kommen die Kamele, oder was? Ja. Was wollen die denn jetzt von uns? Ich hab dort, Du hast ja... Hier sind ja gar keine Steine mehr drin. Gar keine Schienen mehr parat. Nee. Na toll. Was denn? Was? Du hast die Spitzhacke aufgehoben. Ach, egal. Ich will die Kacktüten hier weg. Lass doch die Kamele sein, Mann. Ah, Quest versaut. Oh, die haben unser Wasser ausgesoffen. Hast du gesehen? Ja, die sind kacke. Deswegen sind die wahrscheinlich auch hier runter. Hebt er kurz vorm Ziel noch die Spitzhacke auf. Wo ist eigentlich die Ach, du da. Bist ein Kamel. So, letzte Schiene. Haben die schon wieder das Wasser ausgesoffen, die Drecksviecher. Warte, ich mach oben mal noch Holz weg. Besser wär's, da die Steine schon mal einzusammeln, die Das geht schon. Jetzt zu spät. Hat zu lange gedauert. Bereit? Bau halt kurz davor. Blöden Mistviecher von Kamelen. Okay, ich glaube, Folge ist zu Ende, oder? Ja. Boah. Liebe Leute, dann gucken wir mal, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Das wird eine neue Aufnahmesession. Ich bin nicht mehr aufnahmefähig. Ja, bin auch durch. Davon werde ich träumen. Gut, liebe Freunde, dann bis zum nächsten Mal hier bei Bahngeschichten Unrailed mit Mene. Bis denn. Ciao.